Hallo, werter Patient, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf dem Kanal. Und zwar Pit People. Das Ganze läuft aber nicht allein, sondern mit dem Master of Suicide, der aber später zu uns stößt, wie wir herausgefunden haben. Deswegen starten wir jetzt hier gleich das Spiel. Wir müssen noch ein paar Sekunden warten, bis das hier auf voll geht, und dann kommt gleich das Intro. So, wie ich das verstanden habe. Genau, da ist es. I find myself wondering what the world must have been like before the bear crashed into our frail planet. Was? Der Bär? All we once knew into a colorful kaleidoscope of delicious chaos, and I love it. The world was more hospitable, no doubt, more orderly, more sensibly sickening, because it sounded boring, and I hate being bored. I can't imagine a world without the bear or the storms. Yes, the storms. Beautiful waves of emerald blood cry down from the heavens, promising death in lawless disarray, constantly upsetting the order. I get butterflies in my tummy just thinking. Man merkt schon, die Story ist ein bisschen strange. Yes. Speaking of which. Wir starten direkt ins Spiel. Let's see. Oh, it's Horatio, the humble blueberry farmer, loving father and the most boring creature on the face of this planet. Oh, das tut mir leid, so langweilig für mich. Like you've got a spicy situation. Ach du Kacke, hands, Das sind aber viele. Well, it's been nice knowing you, Horatio, not really, but now it's time for you to die. Yes, how exciting. Not for you, of course. Ich mag den Erzähler ja jetzt schon. Aber hier ist diese Familie, von der ich euch erzählt habe. Schnell, der Sturm naht. Tötet die Bauern, fresst das Kind, nehmt das Haus. Hä? Was? Haltet euch von meiner Familie fern. Das ist ein Rundbesinn am Tischspiel. Sag mal, wie ich einfach wohin er gehen soll. Let's go. Oh, das finde ich. Oh, ich mag das Spiel ja jetzt schon. Wir können nur so weit, na dann. Wer hat das denn nicht zu beenden? Aha, okay. Mit Schindler kannst du Pferde blocken. Die Schwere des Schildes ist immer Pferdeblocks da. Wie kann ich das? Wie blockt man denn? Papa! Hansel, bleib im Haus! Wir sind wieder dran. So, und jetzt nochmal dichter. Hart fertig. Attacke! Oh oh. Wie kann ich denn eigentlich. Also blockt der automatisch? Das werden wir gleich sehen. Ich finde es interessant, man macht erst die Züge. Ich sagte Horatio. Tja. Oh verdammt. Horatio hat Leben verloren. Positioniere Position bestimmen dein Ziel. Kann ich denn beide angreifen? Also geht das, dass er beide angreift? So muss ich ihm das noch sagen. Okay, das war nicht so schlau, denn. Na gut. Vorsicht, das Bärenblut wird immer schlimmer. Ah, da ist der Regen. Okay. Oh fuck! Alter! Der Fug! Der Fug! Wie gut! Das mit dem Fressen deines delikaten Kindes war doch nur ein Witz. Ach, wie gut das Spiel jetzt schon ist. Oh, ich mag es ja jetzt schon. Er läuft weg. Nein, er trifft uns mit den scheiß Pfeilen. Aber jetzt töten wir ihn hart. So. We
mit einer Hand voll Blaubeeren und einem dummen Gesichtsausdruck. Ausgerechnet Cerati auf der Suche nach einem Unterschlupf und musste immer zu daran denken, dass all dies geschehen wenn er gehören hätte. Gut, das könnt ihr selbst lesen. Ach so, können wir steuern, okay. Wow, hier regnet es ja. Ach, da ist jemand gestorben. Oha, das war knapp. Okay, ich mag das Spiel jetzt schon gerade sehr, sehr hart. Oh, wer bist du denn? Können wir dir helfen? What's this? A beautiful lady. She looked hungry. Horatio shared his blueberries. No, you shared your berries. How generous of you. Her name was Pipistrella, and though she looked more capable, she requested Horatio's aid. You see, her castle was raided by grumpy warriors, and she doesn't like that very much. Go on, my little hero. Perhaps this could become a mutually beneficial relationship. Okay, noch ein Kampf, wie es aussieht. Ich finde das Spiel jetzt schon echt super. Zu spät, Prinzessin. Haltet euch von meinem Vater fern. Aber wir sind nur zu zweit, na dann. Oh, the one with the mustache told me you guys are stupid and weak. I don't know why he'd say that. Oh Gott, die fangen an, wie unangenehm. Hallo? Alter, was da niederkam. Hallo? King Papa, was? Lol. Haben wir jetzt einen neuen Nahkampf dafür bekommen, ja? Warum kreischt sie so? Na egal, wie gut. Schwere Waffen sind... Schwerter sind schwach gegen Helme. Helme verursacht gegen Helm Bonusschaden. Ah, na denn. Puster. Du kannst auch nur da lang. Dann geh du mal da, dass wir ihn trotzdem mittreffen, ja? So, dann leertasten wir halt mal jetzt hier, ne? Boom, boom, boom. Ah, unangenehm, er blockt das natürlich. Ja, okay, die wissen, was sie tun. Ah, mit ihren Pfeilen. Alter, machen die einen Schaden. Also nicht wirklich viel gerade, aber immerhin machen sie. Wir stellen ihn mal dahin. Und sie tötet mal den. Bestätigt und der ist noch nicht ganz tot, aber fast. Bin nachher, dass den da oben töten sollen. Aber klappt es? Nee, der fängt doch. Aber der fängt ein bisschen Pfeil ab, finde ich gut. Das ist von Pfeilen konnte er abfangen. So, jetzt töten wir erstmal den. Du gehst dahin. Achso, du dahin, ne? Achso, der hat das gedrückt halten. Da muss ich mir das mal gewöhnen. Aua, 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 aua. Ja, wir verlieren ordentlich Leben. Aber es sollte sich gleich beenden. Und du den da. Achso, der hat das gedrückt halten. Der erste ist tot. Der zweite stirbt auch gleich. Mit dem Pfeil gerade hart auf die Nerven, ey. Iron 2 das. So, wir sind wieder dran. Du tötest mal den. Achso. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Und der kann den töten. Finde ich echt unbedingt, dass die da die ganze Zeit schießen können, ne? So, du gehst da schon mal näher ran. Nein, du. Moment, Weg und Sturm kann man noch stimmieren, ne? Du tötest einfach den. Was? Nein, du sollst nicht da. Na, egal. Ihr Weichkopf hat also einige meiner Helmiten getötet. Sind wir fertig, das Schloss ist zerstört. Wir müssen abgeschossen. Holt uns raus, kommen. Meint, es ist nicht vorbei, ihr Feiglinge. Sorry, Pip. Are you upset? Wieder die Kralle. Nein!
Das hat er vielleicht nicht überlebt. So sad. So angry. Helms forever. Ihr Herz ist gebrochen. Sind wir jetzt zusammen? Ja, na dann. Wir müssen demnächst irgendeine Stadt finden. Dann können wir nämlich den Master of Suicide dazu holen. Hier geht's lang, komm mal hier lang. Plus, there's a pretty good restaurant there that has great beef stew and cornbread. So gut, das Spiel jetzt schon. Ich würde langsam gerne mal ankommen. Da ist hier die Stadt. Lost F1. Yes, the city. How it bustles with excitement. Keep your wallet in your front pocket. Wir haben alles verloren. Können jetzt aber neu anfangen. Mit einem Kampf in der Pit sollten wir... weitere Kampf versuchen. Mit einem Kampf in der Pit sollten wir uns einen weiteren Kämpfer suchen. Kämpfer suchen. Hier muss irgendwo ein Telefon sein. Nein, zurück. Nein, ich will nicht. Was? Nein, ich will nicht. Gerade nicht. Ich hab grad keine Wahl, oder? Okay, ja, dann machen wir das. What the fuck? Nein, ich bin gefühlt. Was zum Fick geht denn hier ab? Alter. Hat geklappt. Jetzt müssen wir hier doch noch einen Kampf. Ich will doch gar nicht nerven. Puh, was ist da gerade passiert? Kommen in der Pit. Müssen wir noch einen Kampf machen. Ich wollte doch gar nicht. Und da kommt diesmal, die haben wieder Fernkämpfer. So ein unangenehmer Mist. Ja, ich bin noch. Ich will dir doch den geben. Oh ja, ich sollte in die erste Reihe. Ja? Nee, du gehst dahin. Du gehst. Dahin. Und du gehst dahin. Achso, ja, wir haben unsere Bewegung damit abgeschlossen, um den Zug beenden. Ist der noch immer nicht tot? Wie unangenehm. Hat der doch Helme und so. Naja, die schießen einfach nur, ne? Ja, das dachte ich mir. Müssen so schnell wie möglich einen Nahkämpfer nach vorne bringen. Ach, wo fickst du? Aha. Das ist gut zu wissen. Ne? Und du an den ran. Oh, der wird mit seinen Wurfechsen aber hart tödlich. Das ist ja unangenehm. Genug. Holt den gefleckten Ritter. Was? Zum Teufel ist das denn? Und warum hat er Maschinenpistolen? The Speckled Horseman. Darauf. Was zum. Ja. Du? Ja, nochmal. Du mal hier hin. Du hier hin und du direkt an den Rand. Denn jetzt hoffe ich doch, dass er seine Axt auf den wirft, genau wie ich es mir dachte.
Oh, der ist immer noch im Alter der Leben, während sie ihn hier die ganze Zeit bearbeitet. Sehr gut, aber der Schildträger fängt was ab, so wie er es machen sollte. Ja, das habe ich schon verstanden. Nein, nein, das haben wir schon alle verstanden. Wieso willst du denn auf die? Oh gut, das ist immer betäubt. Wie kann man denn eigentlich, kann man irgendwie Ziele festlegen? Du? Du weiter auf den? Und du solltest eigentlich... Gut, der ist fast tot. Seien wir ehrlich. Ah. Na, du bleibst auch da, bitte. Ja, da kam die Wolfachs des Todes. Und die ist auch fast erledigt. So, jetzt gehst du mal an den Fernkämpfer ran. Nee, du nicht. Du bleibst genau hier, wo du bist. Ey, wie unangenehm. Ich wollte den eigentlich ranbewegen. Will sie fliehen, oder was heißt das? So, aber jetzt machen wir das richtig. So. Du gehst mal hier hin. Du gehst an den ran. Ja, und du bleibst hier stehen. Du bist ja schon genau richtig. Double kill! We are Horatio, the most worst. Der most very. They had won the battle. Horatio kissed Joseph on the lips and then stabbed him in the stomach. Now, you really should listen to me, Horatio. Oh. Ah, welcher Held ist bei mir stärker und hat mehr Leben? Ich finde ja ihn ziemlich cool. So, Moment. Sag, dass du gewusst, es gibt ein Haus. Hier irgendwo? Muss es doch jetzt, Okay. Zurück. Das weißt du, wir hatten einen Ärger und einen Stegen am Strand. Ich suche dieses verdammte Telefon. Ah! Ich kann das noch nicht nutzen. Okay. Nun gut, dann müssen wir wohl hier hin. Kann ich denn irgendwas im... Ach so, okay. Einen Kampf gewinnen. Dann machen wir das doch eben. Über die Scheißbrücke rüber. Schauen mal, was uns da erwartet. Ah! Ach, die da. Na dann, komm mal ran. Oh Gott, der sieht aber unheimlich aus. Mach ihn gesehen, dich vielleicht Horatio. Was zum... Wow. Eddie, wir hören den gesagt schon, dass du cool bist. Der coolste, ich meine, sieh dir mal diesen fahrbaren Untersatz an. Aber dann haben deine Freunde alle gestern meine Strandparty getötet. Ach komm, hör auf zu meckern. Wir sollten dich... Cock bei einer echten Party auffallen. Was? Auf keinen Fall. Komm schon, wir hauen ab. Lol. Moment, das geht doch nicht. Seh her, Opi, Donny, kümmere dich um diese Clowns. Na dann, Donny, zeig mal, was du kannst. Haben sie wieder unangenehme Fernkämpfer? Sie haben keine unangenehmen Fernkämpfer. Wie angenehm. Oh doch, sie haben einen Fernkämpfer. Hm. Au, der wirft mit Stein. Nehmen wir uns die Schläge einzeln vor. Aha. Also kann man ihnen nicht sagen, wie sie angreifen sollen. Mhm, da muss man also auch das in seiner Taktik überlegen. So, ich überlege gerade. Ich glaube, ich setze den Schildmann hier vorne hin. Nee, halt, das war der falsche. Verdammt. Nochmal zurück. Ja, danke. Bewegung bitte stornieren. Ja, genau. Du gehst nämlich mit an den hier ran. Du gehst daran und du gehst daran. So, dann müssen sie gleich den ordentlich verhauen können, die drei. Ich hätte ihn vielleicht ein bisschen anders gesehen, der kann mit seinen Wurfwechsel ja noch betäuben. Ihr Weg ist zum Glück ein wenig eingeschränkt, ne? Oha! Der hat ihn einfach hart weggekeult.
Gut, dann Planänderung. Du kannst dich nur ein Feld bewegen, ne? Du dahin und du dahin. Ja, du mal, du gehst mal lieber. Du triffst dich. Na gut, dann ist das so okay. Dann geht's halt jetzt nicht anders. Alter! Donny sagt, ihr seid auf Ärger aus. Oh, die teilen ganz gut aus, die Jungs hier. Ich mag erstmal einen Plan. Dann gehst du einfach mal hier hin. Du bleibst hier stehen, genau wie der andere. Genauso haben wir eine gute Verteidigungslinie. Das war klar, dass der hier rangeht. Aber der ist jetzt fast... Oh, die kommen beide an den Rand. Na gut. Alter, mit dem geständigen weggekriegt ist die Sau nervig. Was, wieso kann ich denn sehen, wie ich nach dem Tod bin? Wir haben uns Seelen verbunden. Zyklopenkräfte, Kumpel. Ah, keine Zeit für Erklärungen. Das sehe ich aber auch so. Hey, du bleibst mal schön hier. Aber nein, du gehst mal. Soll ich ein anderes Feld an, das du kannst? Nee. Dann bleibst du mal schön da. Ah ja, du gehst mal an den ran. Und du bleibst hier. Ich hab meine Gegner lieber etwas tot, als so lebendig. Der ist fast erledigt, der hier unten. Die miese Schock. Oh, die haben die Kritten hart. Oh, er hat jemanden getötet für 120 EP. So, jetzt können wir... Nee. Dich würde ich eher gesagt gerne mal so ein bisschen... Ich finde dich hier eigentlich ganz angenehm positioniert. Ja, na, wir nehmen mal... Dich schicken wir mal hier hin. Und dich hier hin. Und dich, ja, dich. Dich schicken wir hier unten hin, dass du mal ein bisschen an den rankommst. Tauschen jetzt quasi alle vorlaufende Position. So. Oh, der ist nochmal gelevelt, das finde ich schön. Ich glaube, dass das in einem Multiplayer läuft. Und sobald das frei ist, ist die Frage, ab wann? Also muss ja vorher tatsächlich ein bisschen was machen. Die können alle so stehen bleiben, wie sie sind. Mit ihrer Positionierung ziemlich günstig. Ja! Perfekt. Hör auf mit Steinen auf mich zu werfen. Der hat den weggeurmelt. Wie unfreundlich. Du gehst da ran. Du gehst von hinten ran. Und du stellst dich immer in den Weg. Ich hab mich von hinten Axt geflogen auf den da. Sehr schön. Oh nein, sie gehen. Sie laufen positioniert sich selbst um. Wie unfreundlich. Hab ich natürlich nicht gerechnet. Aber das heißt, wir können sie von hinten angreifen. Dann gehst du dahin. Ja, und du? Ich finde dich hier sehr lustig, weil du dann, plötzlich mehrere angreifen kannst. Hahaha! Wir haben auch ihren, Anführer getötet, den guten Donny. Naja. Schon klar, au, au, au. So, jetzt bünd mal den Schildkämpfer, aber für ihn ungünstigerweise. Nee, den will ich nicht. Ich würde gern Horatio haben. Horatio? So, Horatio. Ran an den Mann. Ah, scheiße, der hat, der ist... Ach so. Gehst du mit da oben ran? Also, die ist nämlich gegen Helm effektiv. Der trägt einen Helm mit dem scheiß Schiffding. Ich weiß nicht, dass das Fischding da als Helm zählt. Nur, der ist trotzdem hoffentlich gleich tot. Ah, ihr könnt eigentlich genau so stehen bleiben. Weil alles andere ist ziemlich schwachsinnig. So, Horatio wieder. Wie Horatio immer die Kills klaut hier. Horatio, damit ran. Der Rest kann stimmen, weil er kann Pfeile werfen. Er kann seine Dinger werfen. So, 120 EP. Was zum... Endlich die neue Welt. Ich rekrutiere Sophia, beanspruche. Ich, Rekrutiererin Sophia, beanspruche dich dann für Spanien. Ah, sicher. Was?
Wir jetzt einen neuen Charakter bekommen dafür, ja? Wir haben jetzt Sophia, okay. Joseph war der Most. War der wichtigste Spieler. Das sehe ich aber auch so. Wir haben den ohne Joseph Quest erledigt. Aber, werte Patienten, hier beenden wir den Part leider schon. Noch, den ersten Part ist völlig ohne Multiplayer, hätte ich nicht gedacht. Aber das wird schon im nächsten Part, da bin ich mir sicher. Bis dahin verabschiede ich mich, euer Professor Cream vom Salem of Gaming. Ciao!